Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, meine Betrachtung für den Monat März beginne ich mit einem Gedicht, so berührend und schön, dass es seit 60 Jahren millionenfach zitiert und von der Kaffeetasse bis zum T-Shirt auf alle möglichen Gegenstände aufgedruckt wird. Vermutlich kennen es viele von Ihnen. Es heißt Spüren im Sand. Ich träumte, mein bester Freund ginge mit Gott am Strand spazieren. Die Sterne leuchteten und er erkannte seine Vergangenheit wieder. Er sah doppelte Fußspuren im Sand und fragte Gott, was dies bedeutet. Gott antwortete: Seitdem du für mich entschieden hast, habe ich dich immer begleitet. Doch dann sah der Freund eine Strecke lang nur eine einzige Fußspur und erkannte, dass dies die schwerste Zeit seines Lebens war. Er fragte Gott: Wo warst du in dieser Zeit? Warum hast du mich verlassen? Gott antwortete: Mein Kind, ich habe dich nie verlassen. Da, wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich auf meine Schulter getragen. Es ist eine Geschichte, die in der schwierigen Zeit Trost bietet und uns daran erinnert, dass Gott stets bei uns ist, auch wenn wir das nicht immer spüren. Die Spuren im Sand sind ein Zeichen seiner Liebe und Fürsorge und versichern uns, dass er uns nicht alleine lässt, auch wenn es so scheinen mag. Selbst in den dunkelsten Moment ist er bei uns und schenkt uns die nötige Kraft, um auch schwere Zeiten zu überstehen. Aber hinter dieser Geschichte steckt noch mehr. Der Text stammt von Margaret Fischbach Powers, einer deutschstämmigen, die in Kanada lebt bis heute. 1964, als 20-Jährige, hat sie dieses Gedicht geschrieben. Was war passiert? Obwohl sie jung war, hatte sie gerade die schwerste Zeit ihres Lebens überstanden. Sie war von einem Blitzschlag schwer verwundet worden, konnte nicht mehr als Lehrerin arbeiten. Die Beziehung zu ihrem Freund zerbrach und sie wohnte wieder in ihrem alten Kinderzimmer auf den elterlichen Farm. Aber ihr Schicksal nahm eine plötzliche Wendung. Sie begegnete Paul Powers. Er hielt um ihre Hand an, wurde ihr Ehemann und sie leben heute glücklich in Kanada als Autoren christlicher Kinderbücher. An einem Erntedanktag, kurz nach ihrer Hochzeit, schreibt sie den Text, den wir gerade gehört. Und mit diesen Hintergrundinformationen ist die Geschichte ein beeindruckendes Beispiel für großes Gottesvertrauen und für die Zusage Gottes, bei denen alles zum Guten zu wenden, die ihn lieben. Zwar werden viele einwenden, dass man diese Gottes Nähe nicht spüren kann, so wie er auch bei der Verfasserin des Gedichts empfunden hat. Die Realität sieht jedoch anders aus als das, was wir spüren. Gottes Gegenwart können wir oft nicht spüren, aber der Beweis, dass Gott immer bei uns ist, dass er uns trägt und uns durch die Dunkelheit führt, ist die Kraft, die Energie, die uns ermöglicht, die Dunkelzeiten zu überstehen. Also, wenn Sie den Text das nächste Mal sehen, auf einer Kaffeetasse, einer Postkarte oder auf einem T-Shirt, erinnern Sie sich daran, dass Gott immer da ist und in seiner Allmacht alles vermag. Ich wünsche mir, dass das Gedicht Spüren im Sand im Jahr 2024 auch ein guter Wegbegleiter wird. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit, alles Gute auf dem Weg zur Freude des Osterfestes und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dieser inspirierenden Botschaft zuzuhören, und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.